früh morgens geht's raus aus der Fedra. Richtung Bierebach zur Bergerlistour. Für drei von uns ist heute nochmal eine schöne Ausfahrt. Zur Alp Extrem müssen die schaffen. Die sind nämlich für den Zielbereich, Verpflegungsstelle und Streckenplanung zuständig. Das sind der Ratsch, der Lukas und der Wolle. Und einmal wieder im Original. Guckt euch auch die schöne Landschaft an. Und in der Tat hat auch die Bergerlistour eine tolle Streckenführung. Hinter Radaharz geht es dann ins Rimstal. Und aus Weigersbacher Tal wieder rauf Richtung Welzheim. Ein Weg schöner wie der andere. Durch kleine Höfe und auch Weiler fegen wir entlang. Heide nein, eine super Sache. Für einige von uns der Höhepunkt der Vorbereitungszeit auf Alp Extrem. Nach der ersten Verpflegungsstelle in Eustrut ist die Streckenteilung für die große Tour mit 120 km. Auf der dürfen sich unsere Alp-Extrem-Verantwortliche heute nochmal austoben. Wir andere fahren aber rechts rum, bloß die kleine Tour mit 77 km. Übers Beudetal und das Wäscherschloss lassen wir es austrudeln bis ins Ziel. Die Bierebacher Bergerlistour hat echt Spaß gemacht und wir sind nächstes Jahr gern wieder dabei. Auch weil wir natürlich den Gruppensieg vom MASC Oderbach verteidigen müssen. Jetzt heißt es aber erstmal regenerieren und Kräfte sammeln für die Alp Extrem.